Akustik. Das ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. In der Forschung spielt sie heutzutage eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Maschinen. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe erforscht das Akustiklabor Geräuschphänomene von Bauteilen und Anlagen. Mein Name ist Björn Fahrt. Ich bin seit einem Jahr im Akustiklabor angestellt. Meine Tätigkeiten sind einerseits die Betreuung von Studenten, die hier Projektarbeiten machen oder die als Hiwi hier angestellt sind. Und andererseits gebe ich auch selber Labore in den Fächern technische Akustik sowie Tutorien in der Vorlesung Mehrkörpersimulation. Zu den Studenten gehören Sascha Reck und Matthias Baumann. Sie studieren Maschinenbau. Ihre Projektarbeit machen sie im Akustiklabor. Dafür müssen eine Menge Messungen durchgeführt und analysiert werden. Doch das ist mehr als nur trockene Laborarbeit. Sascha erklärt, was ihn an der Arbeit fasziniert. Die Tatsache, dass die Akustik eigentlich überall gegenwärtig ist, die wenigsten nehmen sie wirklich wahr. Klar, man hört was, aber man macht sich keine Gedanken drüber. Erst bekannt wird es einem, wenn meistens Probleme an Bauteilen auftreten, dann wird einem eigentlich erst die Akustik bekannt, weil zum Beispiel, woran merkt man, dass eine Waschmaschine kaputt ist? Entweder sie läuft gar nicht mehr oder sie macht komische Geräusche. Das ist eigentlich das Interessante an der Akustik, weil es allgegenwärtig ist und überall im Alltag vorkommt. Neben ihrer Projektarbeit im Akustiklabor nehmen Sascha und Matthias gerade ein neues Messgerät in Betrieb, ein sogenanntes Laservibrometer. Wenn alles fertig aufgebaut ist, wird es mit einem Laser Schwingungen an Bauteilen messen. Da dies berührungslos geschieht, sind die Ergebnisse so genauer als bei herkömmlichen Messmethoden. Die praktische Arbeit im Labor findet neben dem Studium statt, wie uns Professor Dr. Akiol erklärt. Er ist der Leiter des Akustiklabors und unter anderem Dozent für technische Akustik und Mehrkörpersimulation. Das Akustiklabor ergänzt die Vorlesung technische Akustik bzw. Mehrkörpersimulation. Und die Grundlagen, die wir in der Vorlesung besprechen, werden im Labor nochmal nachgeprüft. Wir haben also die Möglichkeiten, Schalldrücke, Schallleistungen, Nachhaltzeiten sowie Schwingungen aller Art zu messen. Für die Schallmessungen gibt es im Akustiklabor zwei besondere Räume, den Schalltotenraum und den Hallraum. Im Schalltotenraum herrschen sogenannte Freifeldbedingungen, wie sie zum Beispiel auch auf der Spitze eines Berges vorkommen. Wenn eine Schallwelle normalerweise auf einen Gegenstand trifft, wird sie reflektiert. Im Freifeld gibt es diese Reflexionen nicht. Im Schalltotenraum wird der Schall also absorbiert und man hört alles nur noch sehr leise. Der Hallraum ist das genaue Gegenteil. Hier gibt es keine absorbierenden Stoffe. Der Schall wird an den Wänden reflektiert und überlagert sich. Es hallt. Mit der Forschung im Akustiklabor sammeln die Studenten wichtige Erfahrungen für das spätere Berufsleben. Das wird im Grunde genommen heute überall benutzt. Überall heißt beispielsweise bei den Fahrzeugherstellern. Bei jedem Fahrzeughersteller gibt es ein Akustiklabor. Dadurch wird die Entwicklung des Fahrzeuges ganz gezielt in akustischer Hinsicht optimiert. Wer sich also das nächste Mal über ein nahezu lautloses modernes Auto freut, der Dank geht an alle Akustiklabore.